Und auch der ist sicher verwandelt. Maike Schul, ihr dritter Treffer. 7:6. Lange. Der Ball schön abgefangen und dann macht er außen den Weg und kriegt ihn nicht rein und dann gibt es den 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Maike Schult. Verwandelt auch diesen sicher. Trainerin von Bismarck vermutete den Ball oben. Und den Schlucker ein, 8:6. Und schön gespielt für die Kröller auf Maike Schult. 9:6 und jetzt kann sich Grün-Weiß-Schwerin hier erstmals absetzen. Und kaum auf dem Feld, kommt sie mit Anlauf, nimmt sich den Wurf, eigentlich gut gemacht. Aber kriegt nicht genug Wumms hinter den Ball. Auf der anderen Seite kriegen sie genug Wumms hinter den Ball. Kitty Krölle, 10:6. Und der Ball ist noch drin. Hier die Krölle erneut. Da war ich doch ein wenig überrascht gerade. Elf zu sechs. Und auch jetzt steht die Abwehr von Grün-Weiß wieder gut. Hier die Krölle erneut mit dem Konter. Sicher verwandelt. 12:6. Und genau das Auszeit genommen jetzt von der TSG Wismar. Das muss auch sein. Wir fallen jetzt so ein klein bisschen auseinander. So, bis zuletzt die Auszeit genommen. Ausgenutzt auf seine TSG Wismar. Viele Kleinigkeiten angesprochen. Spiel neu geordnet. Und da bleibt sie im Block hängen und deshalb gibt es Einwurf.
was gibt. Da haben sie ihn schön abgefangen und verlieren ihrerseits den Ball. Aber Wismar nimmt die Geschwindigkeit aus dem Spiel. Und so kann sich Schwerin erstmal wieder ordnen. Und dann nimmt sie sich die Lücke, aber scheitert an der Torhüterin. Schöner Außen gespielt, Maike Schuld. Sicher zu ihrem sechsten Treffer, 13-6. Jetzt ein erstes Durchwechseln bei Grün-Weiß Schwerin. Natürlich, jetzt können alle Spielerinnen ihre Anteile nutzen. Schön von außen, eigentlich schwierige Winkel für Edda Steininger. 14-6. Gelbe Karte gegen die Krölle. Und der Außen aus dem Spitzenwinkel dann abgefangen von der Torhüterin. Und wieder die Variante außen lang rechts. Die Einläuferin. Und da ist die Lücke nicht da. Da haben die Kreisläuferin eigentlich schön aufgehalten gehabt und dann sucht sie sich den Weg außen rum und trifft. Zum 14-7. Ein Doppelpass gelingt nicht. Da hat sie Glück gehabt. Und hat sich schön durchgesetzt, auch wenn die Torhüterin den Ball halten kann. Jetzt gibt es nochmal Gelb gegen Nafrot. Und 7 Meter für die TSG Wismar. Und der war sicher verwandelt. 14-8. Und das 1 gegen 1. Kitty Krolle, ihr fünfter Treffer, 15-8. Den hat sie klasse gehalten. Ist schön ausgeguckt, der Weg war frei. Und holt dann den Ball raus. Schöne Variante und jetzt 2 Minuten. Natürlich, es gab schon 3-mal Gelb, es kannten nur noch 2 Minuten gegen. Gegen TSG Wismar und erleben jetzt die erste Überzahlsituation.
dessen der 7 Meter sicher verwandelt. Von Abroth. 16 zu 8. Jetzt haben wir die Überzahlsituation für die TSG. Gegen die TSG Wismar, also für Grün-Weiß-Schmarin, und es gibt ja 90 Meter. Und nach vorne kommt erneut zum 7 Meter. Und auch der ist sicher drin. Und 17 zu 8. Das haben sie schön gespielt. Haben die schnell gespielt, die Lücke genutzt. Aber der Wurf war ungenügend, nur auf den Torwart drauf. Dann ist der Ball weg und Schwerin in Überzahl. Schönes Kreisenspiel durch den Kreis gelaufen. Und dann gibt es schnell gespielt 7 Meter. Für TSG Wismar und gelbe Karte für Grün-Weiß-Schwerin. Auf Seiten von Grün-Weiß-Schwerin jetzt die dritte und jetzt Torwartwechsel bei Grün-Weiß. Lisa Rhein versucht sich jetzt an diesem 7 Meter. Aber auch diesmal ist er drin. Sicher verwandelt, 17 zu 9. Und Wismar ist wieder voll. Das war ein schlechter Pass zurück. Und der technische Fehler beim Konterlauf. Und der Wurf von außen ist drin. Sophia Eggert mit dem 18 zu 9. Schlecht vorbereitet, dieser Wurf geht dann am Tor vorbei. Und da verlieren sie den Ball leicht und jetzt der Konter. Und der Pass. Ja, bereits ihr zweiter Treffer. 18 zu 10. Wieder der Fehlpass, aber da ist die Zeit abgelaufen. Der Halbzeitstand 18 zu 10 für Grün-Weiß-Schwerin gegen die TSG Wismar. Auf geht's, zweite Hälfte. Grün-Weiß-Schwerin C-Jugend 1 gegen die C-Jugend der TSG Wismar. Und von außen, und da geht er durch die Beine durch, da darf der Ball natürlich nicht durch. Eigentlich schlechter Winkel, aber das Tor